Ich meine, ganz ehrlich gesagt, was ist das für eine Zeit, nicht? Wo mein Auto in der Vertragswerkstatt sorgfältiger behandelt wird wie mein Körper im Krankenhaus. Nicht? Ja, wir leiden alle am Verlust der Gefühle. Nicht, wer von uns hat denn noch ein Gefühl für die Weltordnung? Nicht die großen Zusammenhänge hinter den Kulissen. Hier, da in den Sessel. Nee, da hat mein Freund Karl Loderitz gesessen, wie der über sowas noch geredet hat. Weißt du, wie die hohe Politik zusammenhängt? Na, du stellst aber Fragen. Was meinst du denn, ob ich Zeitung lese, Fernseh gucke, alles? Natürlich weiß ich das. Ach, die dürfen doch alle nicht schreiben, die Zeitung. Fernsehen, Radio sowieso. Ich sage dir, es kommt alles, wie es kommen muss. Das ist nun schon seit über 70 Jahren eine beschlossene Sache. Und seitdem passiert das. Punkt für Punkt. Ja, entschuldige mal, meinst du jetzt, weiß ich nicht, was du meinst. Vor 70 Jahren, das war doch noch Kaiserszeit, nicht? Vor dem Ersten Weltkrieg, Goldmark, alles. Und ich kann dir beweisen, dass seitdem alles so gekommen ist. Ist der Erste Weltkrieg gekommen? Ja, setz dich. Inflation? Ja. Weltwirtschaftskrise? Ja. Und der Zweite Weltkrieg? Oh. Und die Russen und die Währungsreform? Und die gelbe Gefahr aus dem Osten mit den japanischen Autos? Auch, aber wieso? Ja, weil das alles nach einem ganz großen Plan abläuft. Ich habe da bisher nur mit ganz wenigen Leuten drüber gesprochen, aber da gibt es ein Buch. Das ist sofort, nachdem es erschienen ist. Also, da sind alle Exemplare von einer geheimen Macht aufgekauft worden. Oh. Die waren sofort weg. Sind nie wieder erschienen. Ich habe meins in der Sparkasse. Schließfach. Weißt du, wer das Buch außer mir noch gelesen hatte? Adenauer. Adenauer? Da weißt du doch genau. Den hast du doch gar nicht gekannt. Ja, natürlich nicht persönlich, aber der hat mal im Fernsehen gesagt, dass er früher mal ein Buch gelesen hätte. Und das kann nur das gewesen sein. Deshalb hat er nämlich auch recht behalten. Weil er schon alles vorher gewusst hat, bevor er seine Politik gemacht hat. Ah, das leuchtet mir ein. Da könntest du recht haben. Die Leute glauben zum Beispiel, der Adenauer, der hätte seinen eigenen Tod vorausgeahnt. Ja, und zwar lange. Oh. Lange hat er geahnt, sehr lange. Deshalb ist er auch so alt geworden. Von wegen. Ach, von wegen. Der, das stand in dem Buch, ganz genau. Natürlich nicht mit Namen und Adresse, aber so genau umschrieben, da konnte nur er mit gemeint sein. Ach, mein lieber Scholli, du, und ja, und wie hängt jetzt die Politik zusammen? Weißt du, wo Tibet liegt? Wo der Messmer immer ohne Luftholen auf den Gletscher fließt. Nicht hinten. Aber ganz hinten, mein Lieber. Und da gibt's einen hohen Berg in Tibet. Also da kannst du unten vorstehen, da siehst du nichts von. Alles getarnt und unterirdisch. Da sitzt die Weltregierung. 24 ganz geheime Leute, weit über 100 Jahre alt inzwischen. Nur noch Ginseng, Frischzellen, Punadragees. Und die haben alles unter sich. Und die Russen mit ihrer Bedrohung? Und die Amis? Hat die alles unter sich. Alles verabredet. Oder glaubst du, man darf eine Revolution machen, wenn das nicht von allerhöchster Stelle genehmigt ist? Oder nimm mal die Witwe von dem toten Mao Zedong, wie sie die verurteilt haben. Warum denn wohl? Weil der Mao Zedong nichts weiter war wie ein ganz kleiner Angestellter von der Weltregierung. Nixon, de Gaulle, Churchill, Stalin. Alles Angestellte von der Weltregierung. Warum musste denn Kaiser Wilhelm 1918 zurücktreten? Was? Weil der da nicht mitmachen wollte. Bitte schön und ab dafür. Oder die Ölmultis. Alles verabredet. In allen Ländern der Welt. Oder glaubst du, die könnten ihre krummen Dinger drehen und die ganze Menschheit über Löffel balbieren, wenn das nicht von allerhöchster Stelle genehmigt ist? Das ist jetzt was, was ich noch nicht genau weiß. Aber wahrscheinlich unterstehen die Multis sogar Tibet direkt. Genau wie die Mafia.